vorbeischleichen. Ja, über die Feuerleiter kommen wir ja nicht. Die ist ab. Kaputt. Hund mitnehmen? Den lasse ich lieber in Ruhe. Der ist zwar ganz schön klein, aber die Viecher sind gefährlicher als Grizzlies. Tja. Soll ich die jetzt reparieren oder was? Wäre mal eine Idee. Um hinaufzukommen. Den Ring wollen wir nicht verkaufen. Das muss nicht geklebt. Scheinbar doch. So. Einen Weg an ihm vorbeizukommen. Verdammt, der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Ja, hier geht nix. Tauben. Damit ich mir die Tollwut hole? Nee, lass mal. Die Tauben, die scheinen doch ein Weg zu sein. Mit Tieren rede ich erst nach 6 Bieren. Nicht mehr und nicht weniger. Schade. Schade, Scheiß Flugratten. Das ist einfach nur dumm. Wieso? Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Ja, das könnten wir durchaus als ernsthafte Angelegenheit sehen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Tja, was Draht? Das macht keinen Sinn. Zitrone. Eher nicht. Ja. Das muss nicht geklebt. Das muss nicht ge. Ja. Den Müll. Nichts von Interesse. Und dort was finden. Ja. Seitengast zum Blumentopf. Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Ja, hier gibt's nicht er bleibt mehr viel hier zu finden. Gut. Einen Weg finden. Soll ich die jetzt reparieren oder was? An dem Vermieter vorbeizukommen. Tja, also. Mm-mm. Ich glaube, das war genug Second-Hand-Philosophie für einen Tag. Meinst du? Joa, also. Wie schleichen wir uns an dem. Verdammt, vorbei? Der alte Marconi ist immer noch da. Ich muss einen Weg finden, mich vorbeizuschleichen. Weg vorbei zu schleichen. Videothek noch zu. Vielleicht können wir mit dem Penner reden. Können wir mit dem nicht? Ich glaube, der braucht keine Umarmung. Nicht, sieht aber ganz schön danach aus, als bräuchte er eine. Das haben wir eigentlich schon alles ausprobiert. Brauche ich selber. Ja gut, kaputtes Radio. Das würde ich eher.
für... Was haben wir denn Neues hier? Die Figur... Kleber, die Rasierklinge, die Bolzen, Bandkarte, Verkehrskegel, Zitrone und kaputtes Radio. Oh. Ein paar Teile sind nicht da, wo sie hingehören. Eine Feder und eine Mama. Ja. Also. Du sicher, sicher. Ich verstehe. Verzeihung, Sir, was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, in den Arsch schieben? Aufgelegt. Du wirst doch bestimmt auch nicht gefeuert werden. Hey, wie geht's, Kumpel? Ich bin Randall. Hallo, Randall. Warum so ein langes Gesicht? Machst du dich über mich lustig? Aber klar. Hast du dich mal angesehen? Ich bin ein Wondermatic-Vertreter und das hier ist der schlimmste Tag meines Lebens. Deswegen geht's mir so dreckig. Zufrieden? Jetzt und für immer. Keine Verkäufe für dich, hm? Naja, hab meine Uhr verkauft, um die Stromrechnung zahlen zu können. Diese Uhr hat meinem Großvater gehört, den sie über Hanoi abgeschossen haben. Captain Coons musste sie in seinem Arsch verstecken und... Ja, sehr tragisch. Reden wir doch lieber über Hundewelpen. Ich liebe Welpen. Ja, meine kleine Susie möchte schon lange einen Welpen haben. Und ich weiß nicht, was ich ihr sagen soll. Ich kann ja nicht mal mehr die Hypothek abbezahlen. Okay, irgendwie macht mich gerade sogar das Reden über Welpen traurig und ich weigere mich, über Ponys zu sprechen. Also, was genau ist dein Problem? Das Problem ist, dass ich der schlechteste Vertreter bin, den Wondermatic Industries jemals hatte. Es ist schon 2 Monate her, dass ich das letzte Mal was verkauft habe. Ich kann nicht mal die billigsten Sachen an den Mann bringen. Ich bin so ein Versager. Ach, Kopf hoch! Weißt du, was du machen solltest? Entweder du kotzt dich aus oder du nimmst mal dein Gesicht aus dem Eimer. Was du nicht machen solltest, ist einfach nur rumsitzen und jammern. So einfach ist das aber nicht. Wenn ich doch nur irgendeinen reichen Trottel auftreiben könnte, um ihm das komplette Deluxe-Set anzudrehen, wären alle meine Probleme gelöst. Ein reicher Trottel? Warte mal, da kenne ich doch einen, der scheinbar viel Geld hat. Wenn du nach jemandem mit viel Kohle und wenig im Kopf suchst, dann nimm meinen Vermieter. Das heißt, genau. Er sitzt buchstäblich auf Bergen von Geld. Echt? Ja, aber es heißt auch, dass die Morlocks eine Großoffensive planen. Also nimm's nicht zu wörtlich. Aber ist dein Vermieter leichtgläubig? Naja, ich schulde ihm die Miete für 3 Monate und er hat mich immer noch nicht rausgeworfen. Aber das könnte auch an seinem Vaterkomplex liegen. Weiß ich also nicht so richtig. Das könnte was werden. Meine letzte Chance. Kannst du mir seine Nummer geben? Klar, könnte ich, aber pass auf. Der Alte ist mies drauf. Selbst seine haarigen Schultern sind wütend auf dich, wenn du was Falsches sagst. Egal. Ich muss es versuchen. Hm, ist ja deine Beerdigung. Die Nummer ist 555-1013. Oh, das ging nach und ruf nicht bei Vollmond an. Es könnte echt schief gehen. Ich ruf ihn jetzt gleich an. Na, dann mal viel Spaß. Guten Morgen, Sir. Haben Sie eine Minute Zeit? Ich würde gerne mit Ihnen über die Vorzüge unserer Wand... Ja. Ich hab's wieder verbockt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Ich würde sagen, vielleicht gehen wir während er telefoniert, mal durch Telefon und schleichen uns vorbei, aber... Ja. Ich hab's dir ja gesagt, er ist ein ungehobelter, streitsüchtiger alter Mann. Du sagtest doch, er sei leicht zu manipulieren. Aber ich schaff's nicht mal, ihn für 2 Sekunden am Telefon zu behalten. So kann ich nie etwas verkaufen. Ich weiß, wie du dich fühlst, Alter. Mit mir redet er auch nur, wenn er mich bedrohen oder beleidigen will. Genau wie mein Boss. Meine Frau. Sogar meine Kinder. Komm schon, nicht aufgeben. Versuch's nochmal. Warum? Er hat sehr deutlich gemacht, dass er kein Interesse hat.
So läuft das also bei Wundermatic, ja? Nur weil jemand dich einen Drecksack nennt, glaubst du, er hat kein Interesse? Du kannst doch nicht einfach bei der ersten Hürde aufgeben. Na gut, ich werde es nochmal versuchen. Guten Morgen, Sir. Ich glaube, es gab da eben ein Problem mit der Leitung, als... War von nix. Siehst du, er hat recht. Ich bin ein wertloser Drecksack. Mach dich doch nicht selbst runter. Komm, lass mich mal. Im Ernst? Ich meine es immer ernst. Außer wenn ich Typen finde, die ich ausnutzen kann. Dann muss ich einfach lügen. Ich weiß nicht, was ich davon jetzt halten soll. Oh komm, gib mir dein Handy, du hast nichts zu verlieren. Auch wieder wahr. Hier, tob dich aus. Okay, und was sollen wir denn jetzt? Showtime. Sind Sie immer noch im Flur und warten auf mich? Das war bestimmt die erste Taktik. Hier ist Hicks. Ich habe mich aus dem Apartment geschlichen und ich habe Ihr Geld noch immer nicht. Na, was sagen Sie jetzt? Ach, kommen Sie, Mr. Marconi. Ich hatte gehofft, mittlerweile hätten Sie mir vergeben. Ich meine, ich appelliere hier an Ihren Anstand. Aber daran gemessen, wie Sie sich anziehen, haben Sie sowas ja nicht. Noch. Ich könnte dasselbe über Ihren Bierbauch sagen. Tatsächlich habe ich das gerade getan. Okay, also ihr redet gerade davon, mir in den Arsch zu treten. Das könnte noch eine Weile so weitergehen. In dem Sinne, hier. Ich, was? Rede einfach ein bisschen mit ihm. Ist gar nicht so schwer. Aha. Ich verstehe. Aha. Ich verstehe. Sicher. Ja, und während er so telefoniert, können wir uns bei... Aha. Ich verstehe. Das Treppenhaus. Sicher. Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn Abschaum wie du einfach... So, und dann haben wir hier doch schon, ich weiß doch, eine Schachtel voll Krams. Können wir die vielleicht... Ich hätte nie gedacht, dass ich mit dem Mist noch mal was anfangen kann. Nehmen wir mit und zeigen wir mal... Bin doch nicht irre. Ja, ich dachte, den können wir auch mitnehmen. Einfach ins Inventar stecken. Und mitnehmen. Mortimer? Ah, was, scheiß drauf. Ja, vielleicht können wir den mal mitnehmen. Dachte ich mir. Dann. Wirklich? Und wenn ich das Deluxe-Set jetzt gleich bestelle... Legen Sie noch eine elektrische Zahnbürste oben drauf, oder? Alles klar. Wunderbar. Ich mach mich da mal. Natürlich. Herzlichen Dank, Sir. Es war mir ein Vergnügen, Geschäfte mit Ihnen zu machen. Und keine Sorge, Sie werden es nicht bereuen, dass Sie sich für den Dreipack-Deal entschieden haben. Nein, nein, ich danke Ihnen. Einen schönen Tag noch, Sir. Auf Wiederhören. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Hast du das gesehen? Ich habe ihm das Basisset verkauft, das Deluxe-Set und sogar das Classic-Set. Das Letztere ist vollkommen nutzlos. Das muss gefeiert werden. Ein anderes Mal, Kumpel. Ich habe noch was zu erledigen. Damit meine ich was Wichtigeres. Lass mich dir wenigstens etwas geben. Ohne dich hätte ich das nie geschafft. Wenn es was umsonst gibt, habe ich immer Zeit. Obwohl, ist es Gift? Wäre nicht das erste Mal, dass mir jemand Gift anbietet. Und wenn das so ist, dann... will ich's eher nicht. Nein, doch kein Gift. Für was hältst du mich? Hier, vielleicht wird das nochmal nützlich. Okay, danke, Mann. Ein Hammer. Naja, sowas ist immer nützlich. Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr einen Hammer übergezogen. Ich bin clean.
Ja, hätte man ja machen können, hätte sich geboten, wäre zwar ein bisschen fies gewesen. Aber ja. Na dann. Wie wär's denn, wenn wir mit dem Zeugs mal zur Verhandlung gehen und das mal durchwählen? Kannst du die neuesten Berichte in der Taverne oder in Wasser, Waffen hin? So, Fackleier, ich hab da was für dich. Ich hätte da mal was. Eine Schachtel voll Krams. Da hätten wir es. Einige seltene authentische Stücke aus der Welt der urbanen Subkultur. Der Legende nach sind sie von einer mysteriösen Aura durchzogen. Dann schauen wir uns den Müll mal genauer an. Die Achterkugel. Das ist eine Trophäe, die ich gewonnen habe, als ich ein Kerl, sein Name war übrigens 8-Ball, in einem Poolmatch in Wisconsin geschlagen habe. Oh, der Typ war heftig, sag ich dir. Das war zweifelsfrei die extremste Erfahrung, die ich je gemacht habe. Wie ein Schachspiel, das Tage dauert. Und du kannst mir glauben, wenn ich dir sage, dass wir beide lebenslang aus Massachusetts verbannt wurden. Du sagtest, das Spiel war in Wisconsin. Es begann in Wisconsin, aber wir landeten am Ende in Massachusetts. Kannst dir ja vorstellen, was für unglaubliche Fähigkeiten das voraussetzt. Es gab Verrat, Schusswaffen, eine Hochgeschwindigkeitsverfolgungsjagd auf einem Zug ohne Bremsen. Und in den letzten Sekunden des Spiels mussten wir eine Bombe auf den Billardtisch entschärfen. Das ist echt was, woran man sich erinnert. Okay, Mann. Aber wenn du deine kleine Geschichte nicht mit etwas Papier belegen kannst, dann ist das einfach nur eine ganz normale Achterkugel. Ja, und jetzt erzählt er die ganzen Geschichten über die Sachen und Teil von der Karriere, aber du bemerkst dann am Ende doch, dass die Sachen viel zu emotional für ihn sind und ja, denkt zu viele Erinnerungen daran, die kann er gar nicht vergeben. Ich kenne es doch schon. Diese Konsole ist so gut wie neu. Fortgeschrittene koreanische Technologie. Großer erzieherischer Wert, aber wenn man einen Fehler macht, kriegt man einen Stromschlag. Aber Vorsicht, alle Fragen sind doch koreanisch. Nach meinem ersten Mal spielen sah ich für 3 Tage aus wie der Indianer aus Einer Flug übers Kuckucksnest. Aber glaub mir, diese Schocks geben ja einem guten Start in den Tag. Sogar besser als Kaffee. Wenn ich was für einen guten Start in den Tag brauche, dann trinke ich Mercury Cola. War das nicht der Police Officer? Ist der nicht Mercury? Jemals von Carrera gehört? Wenn das Streckenteil nicht zu Lewis und Clark gehört, brauchst du gar nicht weiterreden. Natürlich tut es das. Entdecker sein ist ein anstrengender Job. Hiermit haben sie gespielt, um die Eintönigkeit erträglich zu machen. Nee, falsch. Carrera war bis 1846 nicht mal entdeckt. Das war in den alten Aztekenruinen. Versuch's weiter, Kleiner. Aber die Lavalampe. Kann ich dir ein einmaliges Angebot für diese Lavalampe machen? Die Lava ist eine Mischung aus Krakatau und Vesuv. Geschüttelt, nicht gerührt. Sorry, davon habe ich hier schon 9. Das war's. Kein Ass mehr am Ärmel? Habe ich schon das Ticket erwähnt, mit dem man durch die ganze Stadt fahren kann? Sorry, aber das Einzige, das irgendwas wert ist, ist dieser Ring. Kannst du mir nicht was für die Lavalampe geben? Ich schätze, da könntest du schon was für kriegen. Und was ist mit der koreanischen Konsole? Dafür vielleicht ein bisschen? Vielleicht. Na dann, Problem gelöst. Etwas Kohle plus ein wenig Kohle ist gleich eine anständige Summe, oder? Es war's dran, Kleiner, aber denk mal drüber nach. Du sagtest, du brauchst eine Menge Geld und für den Ring kann ich dir mehr als eine Menge geben. Erzählst du mir gerade, dass ich mit diesem Schrott meine Zeit verschwendet habe? Siehst du? So ziemlich. Du hast es gerade selber gesagt. Das ist Müll. Ich hab dir den Ball zugespielt, jetzt mach was draus. Verdammt, Hix! Ich will mein scheiß Geld! Und ich will es jetzt! Gute das ist zu krass! Ich kann den Ring nicht verkaufen! Was ist mit Matt? Er wäre am Boden zerstört! Er wird es niemals erfahren, du Idiot! Er weiß nicht mal, dass du ihn geklaut hast! Nein, das ist nicht richtig. Hör mal zu, Freundchen! Du verkaufst jetzt besser den Drecksring und bezahlst deine Schulden. Oder ich schwöre bei Lucifer, ich mach dir das Leben zur Hölle. Komm schon, Randall. Hör nicht auf ihn. Matt, der gute du weißt genau, dass du mir das nicht antun kannst. Selbst du kennst Grenzen. Stürze, du Weichei! Die Erwachsenen unterhalten sich. Und wenn du es wagst,
zwischen mich und meine Kohle zu kommen, spieß ich dich auf wie ein verdammtes Fleischbällchen. Das sieht so aus, als hätte er... Der Bastard hat eine Mistgabe und alles, was sie mir mitgegeben haben, war diese Harfe. Ich verlange ein Flammenschwert. Jetzt beruhigt euch, es gibt keinen Grund zu streiten. Ich werde dich aufspießen und über kleiner Flamme rösten, du dreckige Made. Verdammte Scheiße, der Wichser meint es ernst, Randall. Verkauf schon den verfickten Ring, ist schon okay, hat mich eh nur ein Dorito gekostet. Gib dem Scheißbastard sein verficktes Geld und der ganze Scheiß hört auf. Dann mach ich's. Ach so. Ich dachte, wir haben hier eine klassische Dilemma. Bist du einer von diesen Leuten, die, bevor sie wichtige Entscheidungen treffen müssen, kleine Schulterteufel und Engel sehen? Genau. Bingo! Und ich mache genau das, was der Engel gesagt hat. Ich verkaufe den Ring. Mir passiert dasselbe, seit ich Mercury Cola trinke. Aber ich sehe keine Engel. Nur Teufel. Kreaturen aus der Hölle, die mir sagen, ich soll Leuten wehtun und Sachen verbrennen. Aber keine Sorge, Mann. Ich habe gelernt, sie zu ignorieren. Also zurück zum Geschäft, ja. Schön, dass du es dir überlegt hast, Junge. Hast du den Ring dabei? Jetzt müssen wir uns entscheiden. Die Kiste kannst du auch behalten. Na, vielen Dank. Tja. Weißt du, es ist seltsam. Ich weiß nicht, was so besonders an dem Ring sein soll. Ich habe keine Ahnung, was er wirklich so wert ist, aber ich würde eine obszöne Summe Geld dafür zahlen. Dann los, was hält dich auf? Bitteschön. Ein Ring. Wow, jederzeit, Alter. Wenn ich noch so einen finde, weiß ich, an wen ich mich wende. Es gibt nur einen, ewig daran zu binden. Nur einen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob du nur mitten in einer Mercury-Cola-induzierten Halluzination bist. Ich werde einfach mal mit meinem riesigen Bündel Geld abhauen und, naja, wir sehen uns. Okay? Ja. Das sind für den einen Ring doch mal losgeworden. Das war ein ganz normaler, lausiger Tag. Und aus dem Nichts taucht das Glück auf und gibt mir einen Zungenkuss, während es mich befummelt. Wem soll ich dieses Bündel zuerst um die Ohren hauen? Marconi? Emerson? Meinem Kindergärtner, der mir sagte, ich würde es zu nichts bringen? Am besten im Kindergärtner. Donald Trump hier. Ich bin auf direktem Weg zu einer Privatparty bei Hefner zu Hause. Also fassen Sie sich kurz. Randall? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Sally, was ist los? Randall! Es ist Matt! Matt ist... Oh mein Gott! Sally, komm schon! Du machst mir Angst! Was ist passiert? Was? Du musst zu Matt nach Hause kommen! Jetzt! Was ist los? Hat ihm jemand seine Brieftasche geklaut oder sowas? Randall! Ich will das nicht am Telefon erzählen! Aber was hat Matt? Nicht. Was hat er gemacht? Matt hat... Oh Gott! Ich brauch dich sofort hier! Was? Sally, du kannst dich einfach auflegen, verdammt! Ach du heilige Ich musste Matt und rausfinden, was hier los ist, auch wenn es sicher enttäuschend ist. Genau wie 3D-Filme. Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das wissen will. Matts Wohnung. Oha. Ich weiß ja nicht, ob ich das sehen will. Ich habe da schlimme Verdachte. Oh. Wow. Oh. Was für eine Party. Was zum Teufel ist hier passiert? Verdachte gerade bestätigt. Ich komme so nicht zu Metz Wohnung. Alles ist abgesperrt. Hier wird gerade mein Verdacht bestätigt. Ambulanz, Polizei, ein Hotdog-Verkäufer. Nee, lass mal. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer, nichts Besonderes. Gut, der hat doch bestimmt was gesehen. Morgen! Wie läuft das Geschäft? Läuft. Gerade scheint es etwas mehr zu werden. Schön für dich. Irgendeine Idee, was hier passiert ist? Nö, aber wen interessiert's? Ist eh immer dasselbe. Raub, Schießereien, Rosasierung, Zeitbomben. Alter, wovon zum Geier redest du da? Oder ein riesiger Marshmallow-Mann? Ja.
Mein bester Freund wohnt in dem Haus da. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber er könnte Ärger haben. Ich bin mir nicht sicher. Oh, na dann viel Glück, Junge. Sachen wie die gehen meistens nicht gut aus. Noch weniger als das Essen meiner Frau. Danke für die Warnung. Nein, du verstehst nicht. Die werden dich erstens nicht reinlassen und zweitens willst du das da drin auch gar nicht sehen. Glaub mir. Wenn du es sagst. Vielleicht will ich es wirklich nicht sehen. Das sind meine Lieblingssagas. Okay, du bist cool. Keine Ahnung, was du meinst. Oh, komm schon. Bring mich nicht dazu, mir Orangenschalen zwischen die Zähne zu stecken und dich fertig zu machen, bis du alle deine Sünden gestehst. Okay, erwischt. Ich liebe einfach gute Filme, die mindestens 15 Jahre alt sind. Gibt's denn noch andere? Du sagst es. Meine Rede. Okay, da du noch nicht nachgefragt hast, mach ich mal. Ein Hotdog mit allem, bitte. Danke. Gern, aber leider ist das nicht möglich. Mein Gas ist alle und ich brauche eine neue Flasche für den Kocher. Ich hab da vielleicht eine Flasche. Warum holst du dir nicht einfach eine neue Flasche? Wenn das mal geht. Aber ich kann den würstchenfressenden Kopf da nicht aus den Augen lassen. Der allein bringt meine Kinder durchs College. Verstehe, aber weißt du, wenn du nichts zu verkaufen hast, wie willst du ihm dann was verkaufen? Ach, du verstehst nicht, Junge. Der Cop da ist heiß begehrt bei jedem Bastard, der Hotdog-Gilde. Das ist wenn doch ich auch nur eine Sekunde nicht aufpasse, stürzt sich ein Froman, der Wurst-König von Chicago, direkt auf ihn. Okay, naja. Ich hab ja keine Ahnung, aber ist hier rumstehen, ohne was zu verkaufen, nicht echt schlecht fürs Geschäft? Oh, ja, ja, wenn du das so sagst, klingt es echt blöd. Ich würde sagen, du brauchst sofort eine neue Gasflasche. Glaub mir, ich kann Marys Magen bis hierher hören. Hey, Sekunde, genau so hieß der. Hat Froman dich geschickt? Der will mir mein Monopol auf diese Pac-Man-artige Fressmaschine wegnehmen, was? Nur über meine Leiche. Das lässt sich einrichten. Wenn ich so deine Filmvorlieben bedenke, würde ich jetzt mal sagen, wir kamen, wir sahen, wir haben ihn in den Arsch getreten. Wohlgesprochen, Freund. Jetzt kann ich dir vertrauen. Er hat mich vollgeschleimt. Wäre auch noch akzeptabel gewesen. Okay, jetzt, wo wir Freunde sind, kann ich bitte einen Hotdog haben? Tut mir leid, ich habe immer noch dieses kleine Gasproblem. Aber jetzt, wo wir Freunde sind, kann ich dir die Mission anvertrauen, eine neue Flasche zu besorgen. Eine gefährliche, mysteriendurchzogene Quest. Hab ich irgendwo eine jetzt, gesehen. Wo wir Freunde sind, darf ich die Drecksarbeit für dich machen. Schon klar. Ganz genau. Sag mir einfach, wo es hingeht, damit wir es hinter uns bringen können. Alter. Kennst du Mels Pfandleihe? Klar. Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du dein Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Okay. Ja, und während unser Freund da oben wahrscheinlich am Bluten ist, am Sterben ist, ja, quatschen wir hier mit dem Hotdog-Verkäufer. Ja, wer ist denn dieser Rotzbengel hier? Vergiss es. Verzeihung, Ma'am. Wissen Sie, was hier passiert ist? Sekunde eben, Marianne. Ich will kein Flyer. Hauen Sie ab. Was? Nein, warten Sie. Was? Was wollen Sie? Wissen Sie, was hier passiert ist? Moment mal. Sie sind Matthews Freund, der Kleptomantiker. Kleptomantiker? Echt Kleptomane. Jetzt? Egal, ja, das bin ich. Nun, ich bin seine Nachbarin. Und ich muss sagen, was Sie da auf dem Dach während Ihrer Weihnachtsfeier gemacht haben, gefiel mir gar nicht. Hören Sie mal, ich habe mich bereits beim Bürgermeister, dem Polizeichef und dem Tierschutzverein entschuldigt. Ich habe sogar eine Anzeige in der Zeitung geschaltet, um mich in aller Öffentlichkeit zu entschuldigen. Mein Sohn hat alles gesehen. Und glauben Sie mir, das hat einige schlimme seelische Schäden verursacht. Seelische Schäden. Ja. So sieht er aus. Shit.
Ich weiß nicht, was Matthew dieses Mal angerichtet hat, aber es muss ernst sein. Sie lassen nämlich niemanden mehr in das Gebäude. Und jetzt verschwinden Sie! Oh, was für ein niedlicher kleiner Junge. Du bist hässlich. Also, das ist etwas subjektiv, meinst du nicht? Ich glaubte schon immer daran, dass wahre Schönheit... Du riechst nach Pippi und Popo, bleh. Auch diesmal, Kleiner. Das ist deine Meinung. Die respektiere ich. Aber der Punkt ist, du solltest einfach... Schnauze, du Schwein! Du bist hässlich und blöd! Sprich nicht mit Fremden, Schatz. Wer weiß, was für schmutzige Sachen die reden. Du hast deine Mutter gehört, ein kleiner Mistkerl. Ignoriere mich einfach. Der Junge... Du stinkst! Er hat so seine eigenen Probleme. Entschuldigung, ich würde gerne da ins Gebäude, wenn ich darf. Sehe ich aus wie jemand vom CSI? Sprechen Sie mit dem Kopf da drüben! Um ehrlich zu sein, so ein bisschen sieht die so aus. Der Junge ist ein bisschen... Nicht jetzt. Kidnapping ist nicht wirklich mein Stil. Du sollst auch nur seinen Ballon kaputt machen. Ja, man sieht. Ich mag Kinder. Vielleicht würde ihn so ein Schlag ins Gesicht motivieren, aber ich weiß nicht so recht. Murray. Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Ja, Freund. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Wenn wir aber... Ich bin mal ganz böse. Ich habe seit 7 Jahren niemanden mehr... Ja, hätte sein können. Über dem auf dem Tierzaun. Dann kriegen wir vielleicht zu Ärger mit der Polizei. Wenn wir aufmerksam. Mein Ziel? Metz wird er auf uns aufmerksam. Metz Bude. Hey, Murray! Ich bin's, dein Freund Randall. Komm schon, wir haben uns gerade erst getroffen. Hat keinen Sinn. Ich glaube nicht, dass ich seine Aufmerksamkeit von hier bekomme. Hier die Figur. Die zeige ich ihm besser nicht. Tja, dann wohl dem Hotdog-Verkäufer eine neue Gasflasche bringen. Hilft er uns vielleicht weiter? Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie wir hier weiterkämen. Also zu Mels Pfandleihe. Manchmal kann man die Stelle kombinieren und vielleicht dadurch neue Gegenstände. Immer daran denken. Joa.